Servus Leute, willkommen zurück zu Project Zero 3, The Tormented. Wir legen uns hin, weil Miku es im letzten Part nicht so gut ging. Letzte Überfahrt. Die Frau in der Zelle schläft. Ich sollte zu der Zelle gelangen können, wenn ich in den ersten Stock hinaufgehe. Das sah mir aber nicht nach Schlaf aus. Egal. Okay, wie sieht's bei dir aus? Nicht so viel. Deine Kamera aus. Oh wow, der Maximalwert ist ziemlich hoch. Das sind 20.000 Punkte. Yeah, gleich auf Motzen. Was hätte denn das gemacht? Speichert von nahe in zwei Phasen. Zweite Ladung braucht weniger Zeit. Langsam die Bewegung aller Geister dabei. Die Steigerung erhöht die Wirkungslänge. Auch nicht schlecht, aber gut. Erster Stock, ich komme. Ich will zwar nicht hin, aber ich muss hin. Das Spiel sagt es mir. Ich finde Mikos Frisur einfach echt hübsch. Oh Gott. Ja, nimm es. Jawohl. Haben wir nicht erst die Weisung missachtet? Was war denn noch? Ich hoffe, ich kann von dir abhauen. Ich geh, tschüss. Jetzt mit Ruhe, kleines Geistermädchen. Einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen. Einfach wegrennen vor allem. No! Gut. Okay, ich kann vorher nicht abhauen, das ist scheiße. Ja, das ist richtig scheiße. Moment. So nicht. Ich dachte, ich kann vorher abhauen, aber irgendwie kann ich das nicht. Na egal. Jetzt, da ich es weiß, nicht da im Kreis rennen. Das Durchbohren der Seele. Aber ich bin doch nicht bescheuert. Ich habe auch so schon genug Probleme mit dem Spiel. Habe ich den Film jetzt entwickelt? Nicht Kamera. Ich glaube, ich habe ihn entwickelt. So. Ja, das können wir schon. Kann man das auch überspringen? Nö. Dann gucken wir es uns nochmal an. Ich glaube, das hier wird die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Dann habe ich 4 Folgen Project Zero aufgenommen. Project Zero 3, um genau zu sein. Project Zero 1 habe ich ja schon vor einiger Zeit beendet. Das heißt vor einiger Zeit, vor einer ziemlich langen Zeit sogar. Aber da habe ich auch
quasi das Ende von Project Zero. Moment mal. Da habe ich auch Project Zero durchgerusht. Kannst du jetzt mit dem versteckten Viertelframe fotografieren? Linsen hinsetzen. Okay. Doch, doch an. Ich habe keine verbesserte Linsen oder wie? So, jetzt könnte ich das machen, aber. Das da. Ich glaube, ich habe gar keine verbesserten Linsen. Dann schnell in die Ecke, Kräutermedizin holen. Könntest du einen Mann in den Schrein führen? Habe ich das gerade richtig gelesen? Dann renne ich dir mal hinterher. Diesmal werde ich die Samengeister nicht anlocken. Irgendwas ist hier. Ja, eine Leiter. Auf dem Foto sieht man irgendwas. Bibliothek, Altar, hilf mir. Okay, hier muss ich definitiv irgendwas einsetzen. Ich weiß nur nicht was. Mitnehmen. Komm, ja. War jetzt wahrscheinlich ein Fehler, aber ich riskiere es. Der Raum gefällt mir irgendwie nicht. Ist irgendwie verständlich. Scheiße. Ich habe wieder dieses Gefühl. Dieses. Ich hätte das Spiel nicht anfassen sollen, Gefühl. Ich habe es angefasst. Das ist meine eigene Schuld gerade. Zum Glück geht der letzte Part heute. Also ich bin schon genug mit dem Nerv am Ende. Ich frage jetzt mal, wo muss ich jetzt hin? Ich gucke da weiter unten auf die Karte. So, jetzt. Schauen wir mal, Villa Himuro. Der Weg ist garantiert zu. Wo muss ich hin? Da rein, weil die anderen beiden da auch reingingen. Es wäre realistisch, weil Miku war da noch nicht drin.
Böses Fräulein, na warte, jetzt mach ich dich platt. Ich wollte dich eigentlich umgehen, aber wenn du es nicht willst. Na gut, dann komm her. Nee, 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 nee. Das heißt, ich muss wahrscheinlich da eine Minute. Ist sie da? Nein, du bist wieder die. Ja, super. Sie hat mich nicht. Uah! Ich wollte gerade sagen, sie hat mich nicht getroffen. Warum nicht? Oh, sie ist hinter mir, sie ist hinter mir. Sie verarscht mich doch. Oh, das war Glück. Das war Pech. Ich muss weiter runterziehen. Zählt das noch? Nee. Meine Lampe geht gleich aus. Das ist ein bisschen doof. Eine Lampe. Eine Kerze. Komm her, Fräulein. Zählt's noch? Verdammt. Gute Position. Ach, dumm. Ah, da drin liegt ein Item, glaube ich. Ich glaube sogar, das muss ich haben. Sag mal, wo stichst du denn hin, Mädel? Oh, perfekt. Zählt's? Nee. Irgendwo. Super. Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen warten. Ja, super, ich hätte den Moment voll gehabt, aber nee. Ja, jetzt. Tschüss, Mädchen. Jetzt komme ich da rein. Das daneben. Da liegt ein altes Buch auf dem alten Schreibtisch. Ein altes Buch auf einem alten Schreibtisch. Calico, Notizbuch 1. Eine Maid führte einen Mann, der sein Leben abgeben wollte, in den Kruseschrein. So gelangten Tattoos in die Augen der Priesterin und die Tür zur Kammer der Dornen ging auf. Wir hätten niemals einen Mann den Schrein betreten lassen sollen, egal wer es war. Wir hätten nie die leeren Augen der Priesterin eingravieren dürfen. Jetzt fühle ich den Schmerz der Stechpalme auf und darf nicht raus. Bevor der Spalt, der über den Kruseschrein hinausgeht, noch weiter wächst, müssen wir es schaffen, den Schrein den Spalt zu schließen. Wir brauchen Schreinzimmerer, die den Kruseschrein versiegeln. Wir brauchen viele Opfersäulen. Wir hätten den Mann in den Spalt werfen sollen, wie den Gelehrten, der hier herumgeschnüffelt hat. Gefällt mir aber nicht. Was? Hinter Bambuswandschirmen liegt Bettzeug aus. Im Bettzeug ist eine Erhebung, die ungefähr so groß wie ein Mensch ist. Ja, danke, das will ich aber eigentlich nicht wissen. Weil es unheimlich ist. So, da nach oben. Da. Okay. Das heißt jetzt immer geradeaus. Oder? Moment mal. Die Tür da, nicht wahr? Ja. Ich nehme es zumindest stark an, dass ich da jetzt lang muss, wo die anderen beiden entlang gegangen sind, also Ray und Kay. Ray und Kay.
Speichern, das ist gut. Man müsste eigentlich, ja, da. Ich werde da noch reingucken, weil da liegen ja immer ganz gern Items rum. Vielleicht habe ich Glück und auch für Miko liegt da was. Danach werde ich den Part beenden und dann werde ich es für heute gut sein lassen, weil vier Parts Project CO3 ist an sich gar nicht mal so schlecht. Kerze. Versagt. Ja, danke. Ich weiß nicht, ob das wirklich schlimm ist, wenn meine Kerze versagt. Wahrscheinlich schon. Das ist blöd, das ist so ein permanenter Zeitdruck. Na gut, dann werde ich hier speichern und den Part beenden. Das war Project Zero 3, The Torment. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.